Recht herzlich willkommen zur 116. Folge von Simotrans. Ja, hier oben hatten wir letztes Mal noch geguckt, oh, da habe ich daneben geklickt oder falsch geklickt und da haben wir geguckt mit den Bullies, wie die sind. Die waren ja in schwarzen Zahlen unterwegs. Jetzt kam es dann noch drauf an, wie dann hier die Post steht. 97 Sack Post warten hier. Da gehen alle Sack über Floto interessanterweise. Kein einziger über Riedenburg nach Hadexen mit dem Zug, der steht aber hier schon und wartet auf freie Strecke, hat 37 Sackpost dabei, sehr interessant. Und der wartet jetzt, weil der Zug da noch unterwegs ist, okay. Wann fährt denn der dann da raus? Oder fährt er weiter, wenn der hier drinne ist? Das könnte auch sein. Müsste eigentlich, ne? Ich hätte schon hier fahren müssen, wenn er da ist. Komisch. Naja, okay. Der fährt jetzt auf dem Rückweg. Ja, doch, okay. Kommt hin, ne? So, die 37 Sack Post kommen gleich an. Und, 3 Sack Post. Der ist intern dann. Da weiß ich jetzt nicht. Er kommt, wir werden es gleich sehen, was er mitnimmt. 60 kann er laden. Nimmt gar nichts mit, oder? Aber das Postschiff fährt hier unten lang, ne? Zack, kein einziges. Und der hat miese gefahren ohne Ende. Das ist nicht gut, dass er das nicht gemacht hat jetzt. Weil er muss auch im Rückweg eigentlich Posten nehmen, damit sich das rentiert. Ne? Okay, ist halt so. So, wir wollten unten gucken in Radolfzell, wie es da mit der Post aussieht. Dann gehen wir da mal gerade hin. Schauen uns das hier nochmal an. Hatten wir ja gesagt. Okay, hier unten läuft noch alles. Steht keine Schlange, passt. Der eine ist blockiert, aber naja. Da ist ein Bulli mit Post, oder? Jo, der hat 28 geladen. Ist jetzt voll. Bleibt da was liegen? Jo, das ist nicht gut. So, mal gucken, wie weit der das da immer entlädt und lädt. Da warten Passagiere. Da wartet ein Sack Post. Ja, müssen wir gucken, wie das läuft. Ach, jetzt doch, der ist der, naja. So, Zentrum abgeliefert, 18. Gehen wir mal gerade auf Verfolgen und machen auch noch schneller. Okay, 20, 19, 14, 19, 30. Fährt mit 30 hier raus, ist also Blödsinn auf Deutsch gesagt, oder? Beliefert die Idee ab. Naja, eigentlich, ja doch, da hat sich was geändert, hat man gesehen. Okay, ich glaube aber, er nimmt was mit, ne? So, jetzt müssen wir gerade mal hier gucken. Verfolgung machen wir aus. War da Post liegen geblieben? Ja, 8 Sack Post waren auch liegen geblieben, ne? Da kommt er aber die kann er mitnehmen. Okay, dann passt es ja doch. Kurz gucken, jetzt müssen sie leer sein. Ist es okay, dann funktioniert das hier auch. Gut, da wird die Post auf jeden Fall transportiert. Was macht er hier? Oh, schade, den hätte ich ja gerne mitgenommen, den LKW, Post-LKW. Wieder nicht erwischt. Jetzt haben wir ihn erwischt, der hat 3 Sack Post geladen und fährt da oben hin. Jetzt hier irgendwo, ich weiß gar nicht, wo die Wechselhaltestelle hier ist. Da auf jeden Fall nicht. Dann ist es am Rathaus, oder? Jo, 95 Postsäcke liegen da. Aber dafür sind ein paar intern oder reichlich intern sogar. Er kann 80 nachher mitnehmen. Ja, dann würde ich sagen, lassen wir ihn mal. Ach so, das ist er ja gar nicht, ne? Der wartet jetzt hier natürlich auf Abfahrt von Beladung von irgendwelchen Prozenten, ne? Aber hat, glaube ich, auch ein Zeitlimit drin, ne? Ja, da ist es schon. 16 Sack Post nimmt er mit, okay. Der Rest war dann wohl intern. Ja. So, und intern ist das dann verdammt nochmal viel, ne, die da liegt. Mach das mal alles zu. Und dann wollen wir den mal sehen. Der 22 hier fährt er durch die Gegend. So, fährt er jetzt vorbei.
Und da sind noch 73. Ich glaube, wir brauchen hier noch einen Postwagen. Der war ja jetzt voll und da liegt immer noch was. Ja, das müssen wir dann ändern. Nach Radolfzell und dann noch einen Bulli auf die Strecke setzen, ne? Dann machen wir erstmal den kleinen, denke ich. Und das ist der Stadtbus Adenau. Da. Und starten. Kommt da jetzt rausgefahren. Und da haben wir den. Verfolgen den. Und fahren mal schnell mit. Gucken, wann er seine erste Post kriegt. Da noch nix. Okay. Sammelt keine Post hier ein. Auch nicht beim Werk. Und jetzt kommt er zum Dingens. Halt, stopp, der fährt gar nichts. Ah, jetzt hat er erst einen Dreisack Post geholt. Dann war das jetzt doch falsch, oder? Dann hat der den jetzt doch passend gefahren, den Postverkehr. Also der fährt ja plus ein. Aber der fährt ja jetzt miese. Muss ich gucken. Und der 1600 fährt aber immer mit Post durch die Gegend hier. Oh, jetzt hat er mal 30 Sack gehabt. Das ist auch cool. Okay. 200 miese. Das ist jetzt die Frage, ob er dem das wegfährt, aber der macht immer noch plus hier, 1900. Ich glaube, ich lasse die beiden da drauf. Muss man später sicherlich mal gucken, ob sich das lohnt. 4, 7, 4, keine, 2, 3, 11, da wartet er, weil er nichts hat. 2. Muss man mal gucken, ne? Was dabei so rumkommt. 3. Schwierig. Miese. Jetzt hat er mal ein bisschen mehr Post gehabt gerade. Ja, okay. Der andere hat 2,1 und der macht 500 miese. Aber insgesamt wird das Aufkommen natürlich dadurch gefördert, würde ich sagen. Ne? Jetzt hat er mal ganz viele gerade gehabt. Deswegen ist er auch wieder unter 500 gefallen. Müsste man gucken, wie es so ist, ne? Jetzt hat er wieder ganz viele gehabt. Das ist bestimmt, wenn es aus dem anderen Ort kommt, dass er die dann verteilen muss, ne? Sechs Postdecker. Auf die 500 kommt er momentan nicht. Das ist schon mal gut. Oh, er ist sogar unter 400 jetzt gerade gegangen. Sieht so aus, als ob sich der zweite Wagen dann auf Dauer vielleicht rentieren wird. Jetzt hat er nämlich 13 Sackpost dabei. Ja, jetzt kommt er unter die 300 schon. Jetzt hat er ganz viel dabei.
Kratzt die 200. Ja, ich glaube, das können wir auf jeden Fall so lassen. Das hört sich, fühlt sich gut an, sagen wir es mal so. Ja. Das habe ich jetzt nicht mehr mitgekriegt, was da stand, aber alles ist gut. Das war verkehrt, Details wollte ich gar nicht. Gut, okay, das funktioniert da erstmal. So, dann gehen wir wieder runter gucken. Döbeln war noch gefragt, ne? Das sollen wir uns auch nochmal angucken. Ach so, wir sind da auf dem falschen Weg. Da ist aber Döbeln, haben wir gefunden. Hier war, glaube ich, ein zentraler Punkt zum Wechseln. Vier Sack Post. Ist der da gerade eben weggefahren? Kann das sein? Nee, die fahren anders. Gut, da wartet der auf den Bus. Das ist schlecht. Weil der zweite Bulli sitzt jetzt schon dahinter. Er hat seit drei Sack Post geladen. Und die warten jetzt hier, bis was passiert, ne? Jetzt weiß ich gar nicht. Das ist der Bus. Ich krieg den Bulli gar nicht, der dahinter steht momentan. Ja, das ist schlecht, ne? Jetzt fährt der Bulli. Und der 22 sagt Post und ist ziemlich laut gerade. Okay, der zweite hat noch vier. Ach so, gucken, wie viel. Der macht auf jeden Fall schwarze, gute schwarze Zahlen und der fährt auch schwarze ein. Da brauchen wir uns also keinen Kopf drum machen. Hier in Döbeln läuft es auch. So, jetzt ist die Frage, wie viel Post liegt am Hafen? 297 und das Problem ist, dass wir nur 210, glaube ich, mit dem Schiff hier wegkriegen. Jetzt weiß ich gar nicht, wie viel da drauf ist. Das ist noch die Frage, ne? Ich glaube, da ist nur ein Schiff drauf, ne? Schiffe. Döbeln Altenau, Döbeln Floto. Ne, sind sogar zwei Postschiffe drauf. Die ist schon veraltet, steht da. Okay, wenn die veraltet sein sollte, dann müssen wir ja mal gerade gucken, was es Neues gibt. Oder ob es überhaupt Neues gibt, ist die nächste Frage, ne? Wo ist hier der Riedenburger Hafen? Hier oben. So. Schiffe. Post. Ist das hier. Okay, das ist auch ein bisschen größer, ne? Das bedeutet, das machen wir. Döbeln Floto war das. Und das Ganze kopieren wir. Machen wir aber auf 3. Start, Start. Und nochmal Start. Die fahren jetzt zwei hintereinander, ja. Ach, den habe ich jetzt eben aus Versehen wieder zurückgeholt. Dann machen wir den nochmal. Starten den auch. Passt. Einen hiervon erwischen wir nur und schicken den zum anderen Hafen. Gut, sollte gehen. Und ach so, die haben wir jetzt nicht runtergenommen, die alten. Das sollten wir vielleicht noch tun, ne? Das ist Döbeln Floto, ja. 130, nicht laden. Müssen wir hier unten hinpacken und den zweiten hat 220 und auch nicht laden. Machen wir auch hier unten hin. Gut, dann läuft das da erst. Wir gucken uns aber gerade hier die Post an, wo wir schon hier sind. Was macht der Bulli zum Beispiel da? Hatten wir hier zwei, ne? Wie viel liegt erstmal hier? Floto. Alles über Floto. Der Zug, der bringt nichts mit. Das ist schon mal schlecht. Und hier fährt er schwarze Zahlen mit 9 Postdecken gerade ein. Hier oben ist der zweite, den wir nehmen können. Und der hat 30 Sack Post und hat auch schwarze Zahlen. Das passt. Also der, der da minus einfährt, ist dann der Zug momentan wahrscheinlich. Der bringt wahrscheinlich nur in eine Richtung. Och, 8 Stück hat er sogar mitgekriegt, okay. Ist aber mit 1700 am Minus fahren. Das ist nicht gut. Dann gehen wir mal gerade hoch und gucken, was am Bahnhof liegt.
Das war ja hier. 17 Sack bringt er zurück. Okay, ist auch nicht jetzt berauschend, aber ist was da. Das ist der Service, den wir anbieten müssen. Fahren wir jetzt hier gerade mit dem LKW rüber? Ich glaube ja, ne? Ja, der ist da hinten. Der hat keine Post dabei. Und er hier auch nicht. Der LKW fährt umsonst hin und her im Endeffekt. Ach so, der Thüringer Zug, die Thüringer Straßenbahn war ja noch gefragt, ne? Das hatte man mir geschrieben und das ist halt hier, da ist das Zugfahrzeug. Ne, das ist hier, wir können ja mal gerade ausgrenzen. Geht das hier auch mit der Post dann? Ach so, ne, das war ja das, okay, das, wo man das nicht sehen kann. Also, ich müsste den Triebwagen nehmen. Dann den und dann den. Dann passt's, ne? Dann kriegt er den Fahrplan halt. Und dann müsste man das gerade austauschen. Und zwar, wenn der hier leer ist. So, nicht laden, würde ich sagen. Ein bisschen schneller fahren lassen vielleicht. So, und dann zum Depot. Dann schneller. So, ist im Depot angekommen. Und dann können wir den starten. Diese Zusammenstellung kann nicht fahren. Das ist ja wieder richtig cool. Das versteht jetzt keiner, ne? Nö. Ja, irgendwie klappt das dann nicht. Das geht auch nicht. Ja, der muss doch hinten ran, ne? Aha, jetzt kann er fahren. Sehr interessant. Jetzt passt das natürlich ganz schlecht mit den Bushaltestellen wahrscheinlich nur, ne? Jetzt haben wir das nämlich viel zu lang. Das können wir jetzt verkaufen. Nein, das war verkehrt. Das müssen wir hier verkaufen. Verkaufen, 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 verkaufen. Haben wir alles los? Ich glaube ja, ne? Jo. Können wir hier zumachen. Der steht jetzt drinne. Das ist die Frage. Kann ich jetzt nicht sehen, die Haltlänge hier, oder? Der fährt auf jeden Fall mit der Post durch die Gegend. So, den machen wir nicht laden. Wo hält denn der gleich an? Da unterwegs irgendwo, ne? Achso, als erstes hier bei der Fabrik, glaube ich. So, der kann dann zum Depot. Und passt auf jeden Fall. Und dieser Zug hält jetzt hier an und dann müssen wir mal gucken. Bin mir nicht sicher, ob das klappt. Der Haltlänge 2 oder mehr? Gute Frage, ne? Der hat mehr. Das jetzt wüsste, ne? Kann man das hier sehen? Ich glaube nicht, ne? Statistik. Ne, Statistik nicht, wenn dann Details, ne? Mindesthaltlänge 3, da ist es. Schade. Das läuft jetzt nicht so gut. Hier kriegen wir das gar nicht hin. Tja, das bedeutet eine Aufgabe für die nächste Folge, würde ich sagen. Hier mal ein bisschen gucken, dass wir das hinkriegen. Dass der Zug dann irgendwo hier anhält, ne? Ja, machen wir in der nächsten Folge, denke ich. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.